Hallo zusammen. Es heißt immer, dass die Polizei in regelmäßigen Abständen die Akten von ungelösten Fällen wieder hervorholt. Bis heute habe ich jedoch selten einmal erlebt, dass es wirklich so ist. Entweder geschieht es nicht oder man bekommt es nicht mit. Bei dem Fall, den ich euch heute vorstellen möchte, handelt es sich um einen solchen Cold Case. Von dem Fall existieren leider nur wenige Informationen. Daher ist es umso wichtiger, dass er nicht in Vergessenheit gerät. Doch nun zum eigentlichen Fall. Es geht um den Mord an Marianne Hübsch aus Feuchtwangen. Dieser Fall lässt auch heute noch sehr viele Fragen offen. Frau Hübsch war 36 Jahre alt, verheiratet und hatte zwei Kinder. Die Familie wohnte in Feuchtwangen und sie war als Schreibkraft bei der Polizeiinspektion Feuchtwangen beschäftigt. Es war der 9. Oktober 1986, eigentlich ein Tag wie jeder andere auch. Frau Hübsch telefonierte mittags noch mit ihrem Ehemann und teilte ihm mit, dass sie nach Dinkelsbühl fahren will. Sie wollte den Kindern dort Kleidung und Schuhe kaufen. An diesem 9. Oktober meldete abends jemand bei der Leitstelle in Schweinfurt einen brennenden Pkw am Rande der B303 bei Prebersdorf. Es handelte sich um einen silbergrünen Ford Ascona mit einem Kennzeichen aus Asbach. Nach den Löscharbeiten mussten die Feuerwehrleute feststellen, dass in dem Fahrzeug eine verbrannte Frauenleiche lag. Die Obduktion ergab, dass es sich bei der Leiche um die Ehefrau des Fahrzeughalters handelte. Es war Marianne Hübsch. Außerdem wurde festgestellt, dass sie noch gelebt hat, als der Pkw in Flammen aufging. Man stellte an der Leiche keine Schuss-, Stich- oder Schädelverletzungen fest, sodass ein Suizid ebenso möglich schien wie ein Verbrechen. Am Anfang der Ermittlungen ging man noch von einem Suizid aus. Bei den anschließenden Recherchen ergaben sich jedoch Hinweise darauf, dass es wahrscheinlich ein gut getarnter Mord war. Dieser Fall gibt sehr viele Rätsel auf. Warum wurde der ausgebrannte Pkw mit dem markanten Kennzeichen ANJJ555 dort bei Prebersdorf aufgefunden? Sie hatte ihrem Ehemann ja mitgeteilt, dass sie nach Dinkelsbühl fahren wollte. Das lag aber genau in der entgegengesetzten Richtung zum Fundort. Hat sie es sich anders überlegt? Oder war die Einkaufsfahrt nur ein Vorwand? Die Recherchen haben ergeben, dass sie ihre Arbeitsstelle um 12 Uhr verlassen hat. Eine Stunde später telefonierte sie mit ihrem Ehemann. Wahrscheinlich fuhr sie kurz darauf los. Danach verliert sich ihre Spur in nichts. Wo sich Marianne Hübsch während der folgenden 3 Stunden aufgehalten hat, konnte bis heute nicht ermittelt werden. Bereits um 17.30 Uhr meldete ein Unternehmer aus Prebersdorf den brennenden Pkw, ca. 150 Meter von der Gemeinde entfernt, ganz nah an der Autobahnauffahrt Schweinfurt-Niederwerm. In dem ausgebrannten Fahrzeug fand man einen leeren Benzinkanister. Der schwarze 5-Liter-Kanister gehörte aber eigentlich nicht in dieses Auto. Aufgrund dieser Tatsache gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus. Eventuell spielt ein unbekannter Mann eine große Rolle. Bereits 2 Wochen vor ihrem Tod wurde sie mit diesem Mann zusammen gesehen. Der Mann soll ca. 40 Jahre alt gewesen sein. Er soll dunkle, nach hinten gekämmte Haare, lange Koteletten und einen dunklen Teint gehabt haben. Am Tattag, dem 9. Oktober, sah ein Zeuge zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr das Fahrzeug bei Waldhausen, das ist Landkreis Ansbach. Er ist sich sicher, dass in dem Fahrzeug 2 Personen gesessen haben. Zwischen 16 und 17 Uhr beobachtet ein anderer Zeuge den Pkw dann in Estenfeld, Landkreis Würzburg, auf der Bundesstraße 19. Bereits eine halbe Stunde später brannte der Pkw lichterloh.
Im März 1987 wurde der Fall bei Aktenzeichen XY ungelöst gezeigt. In der Sendung wurden dann noch weitere mysteriöse Indizien bekannt. Frau Hübsch machte in den Tagen vor ihrem Tod an ihrem Arbeitsplatz und auch privat den Eindruck, als beschäftige oder belaste sie etwas. Dieser Eindruck hat sich wohl mittags am Tag ihres Todes noch verstärkt. Der Postbote und auch ein Nachbarsjunge konnten beobachten, dass sie einen Brief erhalten hat, der mit einer handschriftlichen Adresse versehen war. Sie war wohl irgendwie erstaunt über diesen Brief. Möglicherweise war das der Grund, warum sie in Richtung Schweinfurt gefahren ist. Merkwürdig ist auch, dass dieser Brief genauso verschwunden ist, wie auch ihre Wohnungsschlüssel vom Schlüsselbund. Es stellt sich die Frage, ob der Brief im Fahrzeug mitverbrannt ist oder ob ihn der Absender wieder mit dem Schlüssel aus der Wohnung holen wollte. Noch am gleichen Abend der Ausstrahlung von Aktenzeichen XY ungelöst gingen ca. 70 Hinweise im Studio ein. Der entscheidende Hinweis war jedoch nicht dabei. Bis heute hofft die Kriminalpolizei auf Hinweise, die klären können, warum Frau Hübsch nach Schweinfurt fuhr und was in dem Waldstück passiert ist. Hinweise bitte an die Polizeidienststelle in Schweinfurt. Telefonnummer 09721202, Durchwahl 1731. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. So, das war es schon wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund und passt auf euch auf.